Die Biologie ist ja eine Wissenschaft, die ganz viel mit Sammeln zu tun hat. Heutzutage sammelt die Biologie aber Daten. Digitale Werkzeuge in der Biologie sind unglaublich vielfältig. In unserem Kurs stellen wir den Studierenden einige digitale Werkzeuge vor, so beispielhaft für verschiedene Kategorien von Werkzeugen. Und ermöglichen ihnen auch, diese Werkzeuge zu üben, anhand von kleinen Übungsaufgaben, die so aufeinander aufbauen, bis man am Ende halt das Werkzeug nicht zur Gänze verstanden hat, aber weiß, was geht damit, was geht nicht, wofür ist es da. Früher wurden Daten in der Biologie gesammelt, indem man tatsächlich Objekte gesammelt hat und die dann in einem Herbar abgelegt hat. Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Datentypen und Datenarten dazugekommen, die man dann auch nicht mehr mit einem Stück Papier verwalten kann, sondern dazu braucht man dann wirklich digitale Werkzeuge, um diese Daten auch zu verstehen letztendlich. Und in unserem Kurs sollen die Studierenden lernen, mit diesen digitalen Werkzeugen umzugehen. Sie sollen sie praktisch üben, einzusetzen. Zum Beispiel bekommen die Studierenden die Aufgabe, herauszufinden, in welchem Gewebe oder in welchem Organ oder in welcher Zelle oder in welchem subzellulären Kompartiment ein ganz bestimmtes Gen in der Pflanze stark hochreguliert ist. Wir geben Ihnen diese Gennummer an, das Gen hat einen Namen. Sie nehmen sich diesen Namen, gehen damit in das digitale Werkzeug, stellen die Frage an das digitale Werkzeug, das dann eine komplexe Antwort liefert mit unglaublich vielen Informationen, und die Studierenden müssen dann die relevanten Informationen für unsere Frage aus diesem System von Daten herausnehmen und wieder in das digitale Werkzeug eingeben. Das ist also eine winzig kleine Aufgabe, die aber in Summe dann zum Verständnis des gesamten Werkzeuges führt. Die erste Unterstützung, die für uns total wichtig war, ist, dass jedes Mal, wenn ein Student ein Ergebnis eingibt, dann bekommt er eine Rückmeldung darüber, ob das Ergebnis richtig ist. Aber wenn es falsch ist, dann bekommt er ganz spezifisch für diese eine Übungsaufgabe einen konkreten Hinweis, wie er weitermachen kann, wie er dann auf das richtige Ergebnis kommen kann. Und auf der anderen Seite, was für die Studenten auch total unterstützend ist, nämlich für diejenigen, für die das alles schon ganz leicht ist, haben wir immer auch noch so kleine Zusatzaufgaben mit eingebaut, die man freiwillig machen kann. Oder Hinweise auf Dinge, die vielleicht auch noch interessant wären in diesem Zusammenhang. Dann gibt es aber auch noch einfach menschliche Unterstützung, nämlich es gibt ein Forum, in dem man Fragen stellen kann. Der erste Leistungsnachweis ist schon der, dass die Studierenden erst, wenn sie einen bestimmten Anteil der Übungsfragen richtig beantwortet haben, erst dann kommen sie zur Abschlussübung. Das ist schon mal der erste Leistungsnachweis, denn wenn Sie die Leistung nicht erbringen, dann können Sie Ihre Abschlussübung nicht machen. Und der zweite Leistungsnachweis ist dann eben diese Abschlussübung, die verschiedene didaktische Elemente von StudOn beinhalten kann. Wir haben zum Beispiel einfache Tests, wo eine Frage gestellt wird, die muss dann mit Hilfe von digitalen Werkzeugen beantwortet werden. Und dann wird das in der Datei eingetragen und wieder zurückgegeben. Es gibt aber auch andere Sachen, wo zum Beispiel eine Abbildung erstellt werden muss. Und dann haben wir ein Peer-Review-Verfahren eingebaut, sodass andere Studierende das beurteilen, was ihre Mitstudierenden abgegeben haben an Arbeit. Und das führt dann dazu, dass sich jeder Student oder jede Studentin dreimal mit dem Thema beschäftigt. Nämlich einmal, wenn sie es selber macht, und zweimal, wenn er das von jemand anders sich anschaut. Mein Fazit ist, dass wir die Inhalte, die wir hier vorstellen, digitale Werkzeuge, dass die wichtig und relevant sind und von den Studenten auch gutiert werden. Die finden das toll, dass sie auch das mal machen können. Auch noch wichtig, wenn man mit digitalen Werkzeugen arbeitet, dann muss man damit rechnen, dass die sich ständig ändern. Denn unser Wissen erneuert sich jedes Jahr, und letztendlich gibt es von den digitalen Werkzeugen jedes Jahr eine neue Version, und wir müssen auch jedes Jahr dranbleiben und es wieder neu anpassen an die neuen Werkzeuge. Wie man die digitale Lehre und die klassische Lehre miteinander verbindet, sodass es wirklich dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass die
digitale Lehre von der Präsenzlehre profitiert und dass die Präsenzlehre von der digitalen Lehre profitiert.